Hi, ich habe neulich das große 8.0 Software-Update bekommen und da hat sich ja wirklich einiges getan und dementsprechend habe ich auch schon zwei Videos dazu gedreht, die ich euch gerne nochmal in der Beschreibungsbox unter diesem Video verlinke. Aber mir ist eine klitzekleine Änderung, die aber trotzdem sehr relevant ist, nicht aufgefallen, aber zum Glück hat mich ein Zuschauer auf Stompdorf aufmerksam gemacht und da ich diese Info wirklich für sehr wichtig halte, vor allem für alle Teslafahrer, mache ich jetzt dieses kleine Video. Es ist ja so, dass das Auto super viele Daten sammelt. Hier ist ja eine Kamera, ein Radar, Ultraschallsensoren und die messen eben die ganze Zeit die Umgebung aus und diese Daten, wenn mich nicht alles täuscht, wurden in der Vergangenheit immer automatisch an Tesla geschickt, damit Tesla die Daten nutzen kann, um eben den Autopilot und andere Assistenzsysteme besser zu machen. Jetzt ist aber anders, diese Daten werden natürlich immer noch gesammelt vom Auto, aber nicht mehr automatisch an Tesla weitergeleitet. Und ich persönlich finde es natürlich doof, wenn mein Auto nicht dazu beiträgt, dass die ganzen anderen Teslas auf der Welt und mein Auto selber natürlich auch einen besseren Autopilot und bessere Assistenzsysteme bekommen. Dementsprechend will ich gerne diese Daten weiterhin teilen. Deswegen gehe ich jetzt hier auf Fahrzeug, Einstellungen, den Punkt Sicherheit und ganz unten bei Datenschutzbestimmung auf Weitergeben von Daten an. Und hier kommt dann eben die Information. Diese Infos ermöglichen es uns, die Autopilotleistung zu verbessern und zusätzliche Funktionen einzuführen. Damit diese Funktionen eingesetzt werden können, misst Tesla die Straßensegmentdaten aller teilenden Fahrzeuge auf eine Art und Weise, bei der weder Sie noch Ihren Wagen identifizieren. Weder Sie noch Ihr Wagen müsste es heißen, glaube ich, oder? Hat Tesla gerade falsches Deutsch oder bin ich gerade zu blöd, um deutsche Grammatik vernünftig zu lesen? Sei es drum, auf jeden Fall werden die Daten scheinbar anonym gesammelt und eben anonym an Tesla weitergegeben. Und ich sehe keinen Grund, es nicht zu tun, obwohl die Grammatik, glaube ich, hier nicht stimmt. Ich gehe auf Annehmen und mein Auto teilt ab jetzt weiterhin alle Daten und hilft dazu, trägt dazu bei, dass eben der Autopilot für alle verbessert wird. Und ich hoffe natürlich, dass alle anderen Tesla-Fahrer das auch tun, dass wir weiterhin solidarisch die Daten miteinander teilen, um eben alle zu profitieren. Okay, das soll es schon gewesen sein von diesem kleinen Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das Deutsche bei mir oder bei Tesla falsch ist. Ich bin gerade leicht verwirrt, aber Hauptsache die Daten werden weitergeteilt. Cool, bis dann, ciao.